20 Kurven, rund 11 Kilometer. Die atemberaubende Big Gate Road am Tianmen Mountain in China zählt zu den spektakulärsten Straßen der Welt. Genau hier will Volkswagen eine weitere Bestmarke für Elektromobilität setzen und bringt eigens dafür den ID.R nach China. Dabei gestaltet sich die Vorbereitung des Rekordversuchs hoch zum Himmelstor als wahre Pionierarbeit. Belastbare Daten zur Strecke existieren kaum. Wir versuchen, die Fahrt zu simulieren, doch es ist nicht so einfach, GPS-Daten von China zu bekommen. Wir haben so viel wie eben möglich mit Simulation gearbeitet, um die richtige Fahrzeugauslegung zu definieren. Nun versuchen wir, das Beste zu geben. Diese wechselhafte Beschaffenheit der Strecke stellt die Mannschaft von Volkswagen Motorsport vor besondere Aufgaben. Doch das rekorderprobte Team passt sich schnell den Gegebenheiten an und bereitet den Elektro-Prototypen bis ins kleinste Detail auf die Zeitenjagd vor. Im Fall der ID.R ein Prototyp ist, hat man nicht die Federung eines Straßen- oder eines Rallye-Wagens. Das Ganze ist also ziemlich hart, man sitzt sehr tief. Bei einer Haarnadelkurve sieht man oft das Kurveninnere nicht und darf die Kurve deshalb nicht zu eng fahren. Sonst gibt's Kratzer. Um die 10,96 Kilometer lange Strecke mit 99 Kurven, 1100 Höhenmetern und durchschnittlich über 10% Steigung zu bezwingen, verfügt der ID.R über zwei Elektromotoren mit einer Systemleistung von insgesamt 500 kW. Am Ende meistert der französische Pilot Romain Dumas die extreme fahrerische Herausforderung mit dem emissionsfreien Rennwagen in einer neuen bemerkenswerten Bestzeit von 7 Minuten und 38,585 Sekunden. Das war ein richtiges Abenteuer. Ich meine, es ist immer eine andere Hausnummer, wenn man zu China kommt. Aber ich muss sagen, es war ein sehr tolles Event. Auch natürlich da, wo wir sind, das ist unglaublich. Das haben wir auch noch nicht gesehen in die Welt und das findet man noch nicht viel in die Welt. Aber natürlich auch die Strecke war eine riesige Herausforderung für das Team, weil wir hatten wieder so ein bisschen wie in Pikes Peak nicht viel Zeit, um zu üben. Aber Romain hat das wie immer toll gemacht. Damit hält der Volkswagen ID.R nun sowohl den Gesamtrekord beim amerikanischen Pikes Peak Bergrennen, den Elektrorekord auf der Nürburgring Nordschleife, den Streckenrekord beim Goodwood Festival of Speed sowie die Bestzeit auf der chinesischen Tianmenshan Big Gate Road. Es war ein großer Spaß und außerdem richtig schnell. Okay.